Wir sind mitten in der Debatte zur dringlichen Anfrage der FPÖ an den Bundeskanzler zum dritten Lockdown, in dessen Rahmen auch die FPÖ einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung eingebracht hat. Werte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus, wir kommen ja schon langsam jetzt zum Ende der dringlichen Anfrage und ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, auch ein bisschen Resümee zu ziehen. Einleitend möchte ich einmal festhalten, dass ich natürlich Verständnis habe, dass die Pandemie ein bisschen an den Nerven zehrt. An uns allen. Da geht es um das medizinische Personal in den Krankenhäusern, da geht es um das Pflegepersonal, da geht es um die Sicherheitskräfte in unserem Land, da geht es um die Verkäuferin oder den Verkäufer im Einzelhandel und viele andere mehr. Aber eins ist schon noch klar, wenn ich mir den Redebeitrag der Frau Abgeordneten Belakovic-Jenewein anhöre und wenn sie hier als Ärztin sagt, Symptomlose können keine Infektionsträger sein, dann schreit es nach dem Himmel, weil das ist ganz einfach die Unwahrheit und die FPÖ ist nicht Teil der Lösung, sondern sie ist Teil des Problems. Und da wäre schon ein bisschen mehr Gemeinsamkeit gefordert, um diese Pandemie gemeinsam zu bekämpfen. Und ich werde mich jetzt auch hüten, Virologen, Simulationsforscher, Mediziner zu zitieren. Ich möchte nur versuchen, wirklich auch mit dem Hausverstand zu argumentieren. Zuallererst, die Infektionszahlen sind aktuell zu hoch. Wir hatten einen leichten zweiten Lockdown, einen stärkeren zweiten Lockdown. Wir haben Gott sei Dank stark rückläufige Zahlen bei den Neuinfektionen, aber sie sind ganz einfach zu hoch. Und es ist Aufgabe der Politik, zu antizipieren, weil Weihnachten steht vor der Tür, die Anzahl der Sozialkontakte hätte wieder stark zugenommen, insbesondere um Silvester. Und da muss ich kein Simulationsforscher sein, um zu wissen, dass danach natürlich ohne Maßnahmen die Infektionen wieder gestiegen werden. Zum Zweiten, auch eine wichtige Zahl. Heute ist so salopp gesagt worden von der Frau Abgeordneten Fürst, naja, eine Grippe und das gibt's doch und der ganz normale Situation in den Krankenhäusern. Frau Abgeordnete Fürst, das haben auch schon die Vorredner gesagt. Ich lade Sie wirklich ein, sprechen Sie mit dem Pflegepersonal in den Intensivstationen. Ich habe persönlich einen guten Freund, der ist Bürgermeister in einer kleinen Landgemeinde, der selber Pfleger auf einer Intensivstation, der sagt zu mir vorige Woche, Andreas, du kannst dir nicht vorstellen, wie es bei uns zugeht. Bei uns sterben täglich Menschen. Und dann so salopp zu sagen, na ja, okay, das ist eine normale Situation, das halte ich tatsächlich für unverantwortlich. Unverantwortlich halte ich auch, wenn man dann Todeszahlen, heute schon mehrmals genannt, gestern wieder 140, über 5000 mittlerweile, wenn man dann so locker drüber geht, na ja, es gibt auch andere Gründe, wo man stirbt. Das ist dem Coronavirus geschuldet und wir müssen ganz ernsthaft miteinander damit umgehen. Und aus meiner Sicht ist es fast ein bisschen eine Verhöhnung, wenn man unmittelbar die Familien anspricht. Der Herr Klubobmann Wöging hat mir gerade vorhin erzählt, zum Beispiel ein Bürgermeister in seinem Bezirk ist vor kurzem gestorben. Das ist ganz, ganz ernst. Und da irgendwie locker drüber gehen, kann doch keine Politik sein. Zu den Maßnahmen. Ich kann ein paar Dinge, liebe FPÖ, ein paar Dinge kann ich mir überhaupt nicht verstehen. Reden wir ein bisschen über die Massentestungen. Was Sie da von sich gegeben haben, Frau Abgeordnete Belakovic-Jenewein, das sei jetzt einmal hingestellt. Ihr Bundesparteiobmann hat es ja dann ein bisschen zurückgepfiffen. Aber wieso kann man gegen Massentests sein? Ich bin jetzt kein Mediziner, aber die Logik dieser Massentests sind doch ganz einfach. Man will Personen identifizieren, die den Virus in sich tragen, damit man sie dann aus der Infektionskette herausnimmt. Das ist doch ganz logisch. Und je mehr Personen an diesen Massentestungen teilnehmen, umso besser wird es. Jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin durchaus auch ein bisschen enttäuscht gewesen, auch in meiner eigenen Gemeinde, dass eigentlich relativ wenige Personen diese Chance genutzt haben. Aber ich sage Ihnen auch, es ist gelungen. Wir hatten zum Beispiel eine Familie, die waren ganz überrascht, machen den Antigentest. Sie sind dann natürlich zum zweiten Test, weil ja der Antigentest eine bestimmte Unsicherheit hat. Und es hat sich herausgestellt, dass die gesamte Familie das Coronavirus in sich trägt. Und das ist doch nur logisch. Also man kann das sehr positiv entsprechend argumentieren. Und mit einer mehr möchte ich auch aufräumen. Von den Oppositionsparteien querbeet wurde permanent betont, das Pflegepersonal wird nicht getestet. Zum einen ist das Pflegepersonal Zuständigkeit in den Ländern und natürlich werden die schon über viele Wochen getestet. Das wäre eine der ersten Maßnahmen, die man natürlich entsprechend gesetzt hat.
Zum Dritten, und das möchte ich schon auch wirklich sagen, ich würde wirklich alle gemeinsam ersuchen, finden wir doch ein bisschen einen positiven Zugang zum Thema Impfen. Es ist die einzig realistische Chance, um die Pandemie tatsächlich zu bekämpfen. Und können wir nicht auch ein bisschen stolz darauf sein, was die internationale Wissenschaft hier in den letzten Monaten auf den Weg gebracht hat? Natürlich ist Aufklärungsarbeit notwendig, keine Frage. Aber glauben wir bitte nicht diesen Verschwörungstheorien, die durch die sozialen Medien kursieren. Das ist keine seriöse Informationsgrundlage. Aber es wurden hier auch ja entsprechende Informationsprogramme angekündigt. Das ist mir ganz wichtig. Finden wir den Zugang? Wir haben von der ersten Sekunde an gesagt zur Pandemie, die Impfung ist die große Chance, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und dann können wir auch optimistisch wieder in die Zukunft gehen. Dann wird das Wirtschaftswachstum wieder anspringen, das wir auch dringend zum Beispiel für unseren Arbeitsmarkt brauchen. Zwei Dinge noch. Es gibt so ein Zitat, das mir persönlich auch sehr intensiv durch den Kopf geht. Ich glaube, die meisten Parlamentarier werden das kennen. Dieses Zitat lautet, die Freiheit des Einzelnen endet dann, wenn die Freiheit eines anderen beginnt. Die Freiheit des Einzelnen endet dann, wenn die Freiheit des anderen beginnt. Und ich glaube, dieses Zitat müssen wir uns schon als Maßstab als Parlamentarier hernehmen. Wir beschließen oder haben beschlossen eine Verfassung, Verfassungsgesetze. Wir geben uns Gesetze, wir geben uns Spielregeln, die das Zusammenleben der Menschen ordnen, damit wir auch gut miteinander leben können. Und dieses Zitat verstehe ich schon ein bisschen auch als Appell an diejenigen, die immer meinen, nur die Freiheit des Einzelnen ist alles. Wir brauchen schon auch Solidarität in der Gesellschaft. Und das ist mir sehr wichtig, zusammenhalten, Solidarität in der Gesellschaft, dann werden wir auch diese Pandemie letztendlich besiegen. Und abschließend noch auch ein Wort zu Moria. Ganz ehrlich, mir gehen diese Bilder, uns allen gehen diese Bilder natürlich nahe. Aber ich halte ausdrücklich fest, dass wir in dieser Frage eine klare Linie haben. Christlich-soziale Nächstenliebe ist auch Hilfe vor Ort. Wir haben den Auslandskatastrophenfonds sehr stark erhöht. Es gibt ein neues Programm der Bundesregierung mit SOS Kinderdörfer, 500 Kinder vor Ort zu betreuen. Und vergessen Sie nicht, wir haben im Rahmen des normalen Asylverfahrens dieses Jahr 5000 Kinder aufgenommen. Das ist christlich-soziale Politik. Herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Nussbaum.